Action! Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück auf dem Powersen-Channel. Der Channel, der dich größer und stärker macht. Heute mit einem Powerlifting. Ich würde mal sagen, Anfängertrainingsplan. 4 Tage die Woche, man könnte es vielleicht auch Vierer-Split nennen, mit einer Progression über 5 Wochen. Zieh es dir rein. Ihr habt euch Trainingspläne gewünscht. Es war ja Powerbuilding, Powerlifting und Bodybuilding ganz weit oben. Und deswegen gibt es jetzt einen Powerlifting-Trainingsplan für Anfänger, würde ich sagen. Anfänger bis leicht fortgeschritten. Für alle, die über dieses Leistungsniveau hinausgehen, ist das Trainingsvolumen vermutlich nicht adäquat. Die werden sich ein bisschen den Grund und Boden trainieren. Aber wenn du jetzt nach einem super Trainingsplan suchst, mit dem du erstmal starten kannst, eine weite Basis aufbauen kannst, dann ist das hier genau das Richtige für dich. 4 Trainingseinheiten haben wir. Das ist ein guter Durchschnitt, denke ich. Die meisten von euch werden ja so 3, 4, vielleicht auch einige 5-mal die Woche trainieren. Der Plan hier ist so gesehen auch frei anpassbar. Du kannst den auch genauso gut nur 3-mal die Woche trainieren. Für 5-mal die Woche ist das nicht so einfach umsetzbar, denke ich. Das wird ein bisschen zu viel. Aber wenn du nur 3-mal die Woche oder vielleicht sogar nur 2-mal die Woche trainierst, dann fühl dich frei, einfach 2 Trainingseinheiten oder eine Trainingseinheit zu streichen. Wir fangen mal an. Relativ simpel. Die Trainingseinheiten sind von der Übungsauswahl her kurz. Es ist pro Trainingseinheit nur 4 Übungen. Hat ganz einfach den Grund, dass es pro Übung nachher sehr viele Sätze werden. Also das Training wird intensiv und nicht ganz so kurz, obwohl es nur 4 Übungen sind, okay? Trainingseinheit 1 fangen wir an mit Competition Squat und Schrägbankdrücken. Du kannst hier auch anstelle von Schrägbankdrücken irgendeine andere Assistenz von Bankdrücken reinpacken. Kommt zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken oder enges Bankdrücken oder pausiertes Bankdrücken, Tempobankdrücken, was auch immer. Dann haben wir Rudern. Wichtig hier würde ich sagen, Chest Supported, einfach um die axiale Last zu minimieren. Du willst ja nicht irgendwie Rudern vorgebeugt und eine Langhantel machen. Das wird ein bisschen doll auf Dauer. Okay, deswegen habe ich hier ganz bewusst Rudern Chest Supported genommen. Und das sind immer die 3 Bausteine. Du hast einen Unterkörper-Mainlift, einen Oberkörper-Mainlift, eine Zugbewegung und dann ACC1 steht für Accessory 1. Also irgendeine zusätzliche Übung, vorzugsweise eine Isolationsübung, die jetzt nicht mehr so stark erschöpfend ist, wo du irgendwie eine Schwachstelle hast, packst dich hier rein. Bizeps Curls. Bizeps Curls zum Beispiel. Okay? Und das Schema findest du in jeder Trainingseinheit wieder. Trainingseinheit 2 haben wir Deadlifts, habe ich hier Stiff Legged. Kannst du auch irgendeine andere Variation nehmen. Generell ist es so, es gibt zur Kniebeuge, zum Bankdrücken und zum Kreuzheben jeweils den Competition Lift und eine Zusatzübung. Ich habe hier beim Bankdrücken, wie schon erwähnt, Schrägbankdrücken gewählt. Beim Kreuzheben einfach Kreuzheben mit gestreckten Beinen. Kannst du auch Defizitkreuzheben machen oder pausiertes Kreuzheben. Du hast schon verstanden. Dann haben wir Competition Bench, Klimmzüge, einfach eine vertikale Zugbewegung. Hier hatten wir horizontal und wieder Accessory 2. Trainingseinheit 3 haben wir Squat High Bar, das ist der Assistance Lift für die Kniebeuge. Wieder Competition Bench, also Bankdrücken macht ihr 4-mal die Woche, Squat und Deadlift jeweils 2-mal. Wieder den Chest Supported Row, Accessory 3. Und ganz unten Trainingseinheit 4 habt ihr dann Competition Deadlift, wieder Schrägbankdrücken, Latzug als horizontale Zugbewegung dieses Mal und Accessory 4. Okay? Schema ist also immer gleich. Und Assistance Lift, Accessories sucht ihr frei aus letztendlich. Wenn du gar keine Ahnung hast, wo du starten sollst, wählst du einfach die Übung, die ich hier vorgegeben habe. Dann zur Progression, das ist jetzt der spannende Part. Ihr fangt an Woche 1, das ist der Deload, die Woche soll einfach sein. Das ist immer der sanfte Einstieg, nachdem der Plan eskaliert ist sozusagen. In den Competition Lifts hier jeweils ein 4x3 zu einer API 5 bis 6. Das ist also ziemlich einfach. Das ist auch bewusst so gewählt. Denn, wenn du mal guckst, Woche 2 wird es ein 5x3. Das Gleichheitszeichen hier bedeutet, dass du dasselbe Gewicht wählst wie in Woche 1.
API ist jetzt hier nicht mehr entscheidend. Okay? Woche 3, 6x3, Woche 4, 7x3 und Woche 5, 8x3. Das ist das doppelte Trainingsvolumen wie in Woche 1. Alles mit einer niedrigen API. Das bedeutet, du kannst dich darauf konzentrieren, jede einzelne Wiederholung mit einer guten Bewegungsqualität auszuführen. Du wirst nicht in jedem Satz irgendwie am Ende so stark erschöpft sein, dass die Ausführung schlechter wird. Sollte zumindest nicht. Das ist also sehr gut geeignet für Anfänger, um an der Technik zu arbeiten und eine gute Arbeitskapazität sich aufzubauen. Zweite Progressionsschema, beim Assistance Lift fangst du an mit einem 3x8, auch API 5 bis 6. Selbes Spiel, soll einfach sein. Hier hast du im oberen, im Comp Lift, so ein bisschen den Kraftfokus mit steigendem Volumen und hier ist es der Fokus eher auf dem Volumen. Okay, deswegen ein 3x8, dann ein 3x7. Jetzt steht hier ein Plus, das heißt, du steigerst das Gewicht. Beim Bankdrücken würde ich pauschal einfach immer plus 2,5 Kilo steigern zum Beispiel. Kniebeuge oder Kreuzheben kannst du überlegen, je nachdem wie stark du bist, auch 5 Kilo zu steigern. Aber ich würde eher ein langsameres Progressionsschema empfehlen, damit du diesen Zyklus möglichst oft wiederholen kannst, ohne irgendwie in eine Wand zu fahren. Aus einem 3x7 wird ein 4x6, 5x5, 6x4. Ich frage jetzt nur mal, also ich kann mir gar nicht denken, aber in der Woche 2 bis 5 ist immer dasselbe Plus. Und ab Woche, genau. Bei Woche 1 fängst du dann wieder neu an und dann Woche 2 ein höheres Plus als davor. Genau, dazu kommen wir gleich noch. Achso. Also hier wird das Volumen immer höher im Comp Lift. Beim Assistance Lift bleibt das Volumen letztendlich gleich. Denn wenn du mal wieder die Wiederholungszahlen zusammenzählst, haben wir hier 24, 21, 24, 25, 24 Wiederholungen. Das ist also Pi mal Daumen dieselbe Wiederholungszahl. Du steigerst aber von Woche zu Woche linear das Gewicht. Ja. Genau. Und damit das für dich mit dieser linearen Progression umsetzbar bleibt, musst du zwangsläufig die Wiederholungszahl verringern, damit das Volumen gleich bleibt, aber die Satzzahl erhöhen. Das heißt, Woche zu Woche wird das langsam aber sicher immer schwerer. Und Woche 5 hier ist der Killer, 8 Sätze Kniebeuge, 6 Sätze Bankdrücken. Das dauert. Junge, das schockt nicht. Wir haben früher genauso trainiert. Also das ist dasselbe Progressionsschema, was wir vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so benutzt haben oder 10 Jahren, so in etwa. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Übrigens, so heißt es auch an den Wochen hier. Woche 1 ist immer der Deload, Woche 2 ist der Intro, dann nimmt das langsam Fahrt auf. Woche 3 ist Development, das ist ein Entwicklungsblock sozusagen. Hier ist es wahrscheinlich so plus minus null. Das ist ein vernünftiges Trainingsvolumen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Woche 4 heißt Overarching. Da fängt es dann an, zu viel zu werden langsam. Und Woche 5 ist auf jeden Fall ein Overreaching. Das ist für dich wahrscheinlich auf Dauer nicht durchhaltbar. Deswegen kommt nach der 5. Woche auch wieder Woche 1 der Deload. Mhm. Und dann, wie Timo schon richtig vermutet hat, würdest du hier dann, wenn du den Zyklus wieder neu anfängst, einfach ein Plus, sagen wir mal plus 2,5 machen. Okay, also du würdest Woche 1 bis 5 das vielleicht mit 100 Kilo durcharbeiten, fängst dann wieder vorne an und nimmst 102 oder 105 Kilo und arbeitest es wieder durch. Und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Rudern, Accessories, einfach 3x12, add 6 bis 8. Das packst du hier in jede Woche genauso wieder rein. Hier wird nicht progressiv gesteigert. Wenn du mehr Gewicht nehmen kannst, weil du stärker wirst, mach es, halte dich einfach an die API. Dasselbe wie mit dem Accessory. Ansonsten gibt es noch dazu zu sagen, dass für den Comp Lift und für den Assistance Lift beim Bankdrücken beide Schemata einmal da sind. Hier hast du ja Bench Incline 3x8, das Schema durch, hier Comp Bench 4x3 und dadurch, dass Bankdrücken ja doppelt vertreten ist, also viermal die Woche drin ist, hast du hier das jeweils andersrum. Also hier ist Competition Bench dann mit dem 3x8, nicht mit dem 4x3 und Incline Bench Press mit dem 4x3. Also hast du auch so, obwohl sich die Übungen beim Bankdrücken in der Woche wiederholen, nicht dasselbe, nicht denselben Trainingsreiz, weil wir einfach die Progressionsschemata switchen. Ich habe den Plan so erstellt, weil ich weiß, dass es für einen Beginner sehr gut funktioniert so. Wir haben früher selber so oder so ähnlich trainiert.
Für Fortgeschrittene sieht das ein bisschen anders aus. Das Ding ist, wenn du jede Woche das Trainingsvolumen erhöhst, fährst du langsam aber sicher immer gegen die Wand und du wirst sehr stark dich dabei erschöpfen. Als Anfänger bist du ja noch nicht ganz so stark, also die absolute Last auf der Stange ist nicht ganz so hoch, weshalb es für dich noch besser umsetzbar ist. Und geil ist der Plan, weil diese Progression über 5 Wochen, das ist so, wenn du Woche 1 und Woche 5 vergleichst, ist das ein Riesenunterschied. Aber wenn du von Woche zu Woche in diesem Schema drin steckst, dann ist es so eine Art schleichender Fortschritt. Also es kommt dir nicht so schlimm vor, immer einen Satz mehr zu machen. Am Ende dieser 5 Wochen hast du aber doppelt so viel Arbeit verrichtet und hast innerhalb dieser 5 Wochen auch mehr als genug Zeit, stark zu werden, zu adaptieren, sodass, wenn du hier zurückkommst und Gewicht drauf packst, sich die 2,5 oder 5 Kilo, die du mehr auf der Stange hast, wahrscheinlich gar nicht wirklich viel schwerer anfühlen. 4x3 mit ein bisschen mehr Gewicht wird sich einfach anfühlen im Vergleich zu dem hier. Kann man also sehr lange, sehr gut, über das ganze Jahr gesehen, so durchtrainieren, bis man irgendwann stagniert. Aber bis dahin bist du schon sehr, sehr viel stärker geworden. Probier's aus. Fragen dazu? Rein in die Comments. Ein Like da lassen und ein Abo da lassen. Den Plan gibt's wie immer auch zur freien Verfügung in der Beschreibung. Wenn das Video hier online ist, wirst du auf der Website auch schon das Trainingstemplate finden, was wir da im Shop anbieten werden. Also dich erwartet da ein super geiles Trainingstool, wo du genau den Plan einfach einpflegen und abtrainieren könntest. Wir verlinken es auch in der Videobeschreibung. Schau mal vorbei. Lass mich wissen, ob du es geil gefunden hast. Viel Spaß mit Größer und Stärker werden und bis zum nächsten Mal. Tschö.